Ja, also ich bin ganz einfach der Meinung, dass der VfB ein Riesenpotenzial in der Offensive hat. Ja. Egal, was das da für Namen sind, über Ibisevic brauchen wir uns nicht unterhalten, über Okazaki, Harnik, Traoré, das sind schon Spieler, die individuell was entscheiden können, die gut miteinander harmonieren. Damit will ich aber nicht sagen, dass die Abwehr schwach ist. Da haben sich Spieler Niemeyer wie Tasci, dann auch Sakai auf der rechten Außenbahn, Boka auf der linken Außenbahn. Ja, wir werden es so angehen wie jetzt die Aufgabe letzten Freitag in München. Also wir werden natürlich, das ist ja immer die Sache des Außenseiters, dass man sagt, wir wollen kompakt stehen. Das wird immer das Ziel sein. Da ist es relativ uninteressant, auf was für einen Gegner wir treffen. Weil ich denke, dass immer, wenn eine Mannschaft, die auswärts spielt und dann über viel Ballzirkulation, über viel Ballbesitz, kann man sich einen Tick Selbstvertrauen dann im Spiel holen und kann den Gegner damit verunsichern. Und da müssen wir eine gute Mischung hinbekommen. Jeder Spieler muss in seinem Arbeitsbereich über sich hinauswachsen. Egal, ob das ein Stürmer ist, egal, ob das ein Innenverteidiger ist, wenn er sich mit Ibisevic zu messen hat. Egal, ob das die rechte Außenbahn ist, wenn er sich gegen ich bin ein großer Fan von Traoré, wenn er sich mit dem auseinandersetzen muss. Und wenn er darüber hinaus seinem Nebenmann noch helfen kann, ja, dann wäre das der erste Schritt dazu, dass man die Partie ganz lange offen gestalten kann. Über das Elfmeterschießen habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil da denke ich, da zaubern wir ganz schnell 5 Mann aus dem Hut, die das Ding reinknallen. War 2 Jahre ein Blauer in Stuttgart, von daher durfte ich nie über den Neckar fahren.